Nee, nochmal. So, ne? Da finde ich kochen angeblich auch. Ich muss noch einen Vormach machen, damit mir Licht reinfällt. Da. Ein Riegel und dann noch der Rest von, damit es noch ein bisschen mehr ballert. Noch als noch ein Schokolade da wird. Und alles Rest, weil der Karamell sich angeblich absetzt. Von diesem Zeug da. Und ich hoffe jetzt mal sehr, dass da wirklich alles auch drin landet und dafür nichts von daneben geht. Das wäre echt cool. Und jetzt mit möglichst heißem Wasser noch das Ganze da ein bisschen auflösen. Und selbstverständlich das Umrühren nicht vergessen. Entschuldigung, ich soll da nicht direkt weiter umrühren. Aber habe ich natürlich vergessen. Wobei ich eigentlich gerade. Ich muss eben schauen, dass der Deckel nicht noch beschlägt von diesem Wasserkocher, aber ich rühre jetzt noch so lange und schaue, dass da dem nichts mit dem Löffel hängen bleibt und dann... Könnt ihr sehen, da liegen noch ein paar Schokokrümel von dieser Lindt 100% Schokolade. Da tue ich es am besten hin, da ist Platz, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich würde es nicht so liegen lassen, natürlich. Und ich würde es dann nicht wegputzen, ich putze es natürlich so auf. Schokolade ist immer lecker. Das habe ich ja doch noch geschafft. Lecker. Video zu machen. Jetzt können den Osterhase nicht sehen, dafür scharf. Schau mal, da ist der Osterhase. Besser jetzt. Ich denke mal. Dieses Video kommt heute doch noch, aber erst heute Abend so 19 Uhr, 20 Uhr, sowas, so mit Dreh rum. Sehr spät halt eben. Weil ich im Community-Tab schon angekündigt, auch wirklich heute Gruppenausflug habe, das heißt, ich muss mich heute beeilen und ich habe es nur heute geschafft, bevor ich mit dem Aufbau anfange, ich habe es nur heute so früh, so perfekt geschafft, alles, weil ich mich einfach neben meinem frühen Wecker, 4.30 Uhr, auch noch ordentlich belohnt habe, also ich habe mich auch richtig, nein, ich habe mich noch nicht belohnt, ich habe mich fokussiert auf meine Belohnung, so rum, Entschuldigung, und also früher Wecker und dann auf die Belohnung fokussieren. Das habe ich heute ausnahmsweise mal geschafft, dass ich mich auf meine eigene Belohnung konzentrieren kann, fokussieren kann, ja. Und klar, Dennis Deke, erschaffe dich neu, der sagt, erst die Arbeit, dann die Belohnung. Ja, mache ich ja. Ich stehe auf und belohne mich dafür. Also, aber nicht am Ende des Tages. Das mache ich so. Damit ich, und ich habe es geschafft, dran zu denken. Zum Beispiel das da, weil das ist so lecker, ne? Habe ich euch ja gerade gezeigt, dieses Marspulver da. Und bevor wir jetzt damit anfangen, für die unter euch, die keinen Bock auf das, also auf mein Gelaber haben, heute habe ich mal Bock über Lego zu reden, warum ich es überhaupt mache. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, damit meine ich natürlich auf den Aufbau, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung rein. Da könnte ich das. Da steht oben erstmal Aufbau. Das ist das hier jetzt. Daneben stehen Zahlen. Darunter steht aufgebaut. Das ist ein ähnliches Wort.
Nicht das gleiche, aber so ein ähnliches Wort. Daneben stehen auch nochmal Zahlen. Auf die Zahlen drauf. Und dann seht ihr das fertige Modell. Und hier sind wie immer gut zu denen, die vorgeskippt haben. Das sind deren gutes Recht. Also viel Spaß im Vorskippen. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich habe schon hier meinen Knopf offen gelassen. Hätte ich noch einen zweiten, aber den lasse ich immer extra auf, weil ich meine, mit diesen, keine Ahnung. Tiere habe ich übrigens noch nicht geschafft. Ich schaue heute mal. Nashorn wäre auch cool, aber ne, Löwe will ich haben, ja. Also finde ich ja eben viel cooler. Was ist denn das? Versuche herauszufinden, was es ist. Ach, keine Ahnung, was gerade war. Also, los geht's mit dem Aufbau. Versuche mein Tüte nicht zu beschädigen, vor allem das da vorne. Ja, damit es. Also, ihr könnt jetzt gerne vorskippen, wenn ihr wollt. Zum fertig gebauten Modell. Ich freue mich schon auf dieses gebaute Geschenk da. Es sieht so cool aus. Dieses Muster. Ich habe da gerade was in der Hand. So ein Rädchen. Und hallo? Nix da. Hoffen wir es mal. Das muss ich natürlich erstmal noch aufbekommen. Wird natürlich nichts. Ist ja klar, ne? Wird es so auch aufbekommen, wenn man es auch einfach nicht schaffen kann, ne? Ich meine, hallo? Wozu ist es auch da, ne? Quatsch. Also. Es hat einen echt guten Grund, warum ich mich überhaupt für Lego entschieden habe. Also, warum ich das überhaupt so. Ich habe mich dafür entschieden, ich habe es einfach so bekommen, aber warum ich das so geil finde, denn es hat einfach einen guten Grund. Und zwar, da ist der Angriffspunkt, aber es sieht man doch sowieso nicht, wird ewig zugebaut. Ich finde, also ich mache. Ich finde Lego so geil, weil ich es erstens bekommen habe und zweitens, weil ich das. Also. Ich mag es einfach, so Plastikteile zusammen stecken zu können. Und die halten einfach so. Da kommt ein gutes Bild bei raus und dann passt das Ganze auch wieder. Und das finde ich einfach nur maximal abgefahren. Und wenn ich es wieder auseinandernehmen will, im Gegensatz zu diesen blöden Modellwägelchen, halten die Teile einfach zusammen. Und ich kann die auseinandernehmen, ohne dass es geschraubt und geklebt ist. Beides, so ist beim Modell. Also, ja, und das finde ich eben schon eine maximale Revolution. Klar, haben Lego damit jetzt nicht angefangen, aber ich finde es trotzdem voll geil. Außerdem war Lego auch nie dafür bekannt, dass die Plastiksteckscheine erfunden haben, sondern dass sie die perfektioniert haben. Das war es doch. Ach, noch eine weitere blaue einmal zwei Blätter. Wo ist denn die? Da. Und das ist halt eben dieses Missverständnis, was halt eben immer viel rumkursiert. Keine Ahnung, wie es dazu nur kommen konnte. Kann bestimmt keiner was für, denke ich mal. Also ich gehe mal sehr davon aus, dass es keiner mit Absicht gemacht hat. Aber ich finde es halt eben schon sehr gefährlich, so Sachen zu behaupten wie, ja, Lego haben noch diese Plastiksteckstein erfunden. Denn das stimmt ja so gar nicht. Und wenn schon von Anfang an alle nur das Richtige gesagt hätten, dann hätten wir auch diese Probleme gar nicht mehr. Und ich mache jetzt. Wie vielleicht einige von euch schon wissen, seit Corona genau damit weiter, weil mich dieser erste gefühlt ewige Lockdown erstmal total in die Langeweile getrieben habe. Ich habe mir Sachen angeschaut, die mich nie interessiert haben, zum Beispiel so ein Held der Steine, so ein eingebildetes Ego-Ding da, ja, und. Ist ja noch ein zweiter Mannsersatztrichter dabei? Nö, nicht. Auch in Ordnung. Ich wollte nur das Neue schauen.
Und das war halt eben schon maximal peinlich, also für meine Verhältnisse. Das passt überhaupt nicht zu meiner Art, aber ja. Ich habe mir auch, also erst habe ich mir in die Friday mal so, es hat mir YouTube dann zu Corona vorgeschlagen, damit alles noch schlimmer wird. Ich weiß nicht, was sich der Lauterbach dabei gedacht hat, aber naja, war bestimmt der, denen es alles zuzutrauen. Der ist so, naja. Also nett ist er schon mal nicht, aber dafür ist er böse. Und ich finde, dafür kann man ihn noch gut genug verurteilen, oder nicht? Ich nehme jetzt mal einen Megateiltrenner. Lego-Teiltrenner finde ich gerade nicht. Holz habe ich gerade ne, so ein Step da irgendwie. Nicht eine Stufe, ein Trittbrett abgemacht, der irgendwie so. Jetzt mache ich gleich das andere Trittbrett ab. Wetten? Nö, ich nehme gleich das ganze Ding. Schütt jetzt ab. Ich muss es austauschen, weil da die Angriffspunkte einfach ganz anders drauf liegen und also ganz anders positioniert sind und das will ich ja halt eben dafür ausnutzen. Also das ist jetzt auch nichts, was irgendwie auffallen würde. Das mache ich einfach nur wegen ein paar Miesepeter wie Christi, viele Steine, ihr wisst schon, diese ganzen schlecht gelaunten, die zwar vorgeben, Lego geil zu finden, aber dann wiederum hintenrum doch, ja, also nicht hintenrum so, sondern schon vorne rum, halt eben irgendwie meinen auf Lego rumhacken zu müssen, nur weil halt eben Angriffspunkte hin machen, Produktionsrückstände halt eben, ne, ihr wisst schon. Und Lego ist halt eben sowieso etwas, was ich schon echt geil finde, so gesehen verteidige ich umso mehr Lego und ich kann einfach nicht verstehen, wie man auf so eine Kleinigkeit rumhacken kann. Ich meine, es gibt ja sowieso so einige Sachen. Ah, Flanne, mich juckt's gerade am Fuß schon wieder, also nicht direkt am Fuß, eher so oberhalb davon. Knöchel ist so chronisch bei mir. Ich habe so chronische Dauer irgendwie juckender. Das sind runde 1x1 Platten, erstmal nichts Besonderes, aber mit Loch durch die Noppe durch, in Gelb. Krass. Der hat doch bestimmt auch irgendwo einen Angriffspunkt. Oh ja, ein ganz besonders hässlicher. Oh, wie schlimm. Ha, seht ihr, schau, wie das ist die Welt untergegangen. Nur von so einer Kleinigkeit, die mir nie was ausgemacht hat. Ich nehme das. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen kleiner, aber ich bin es mir zumindest sein. Und, die Flamme, genau, bei auf Pokémon Go gibt es ja auch jetzt dieses Flamni, ne, derzeit, was da so rumkursiert. Ich habe mir mal ein bisschen auf Pokémon so dieses Flamni ein bisschen genauer angeschaut. Hier rum soll die Kerze das gebogen nach vorne, das heißt, ich muss es so rum machen, damit ich es besser sehen kann. Also, ja, kann man sich so anschauen, wenn man Interesse daran hat, wenn nicht, einfach lassen. Flamni, ja, keine Ahnung, einfach selber schauen. Es gibt einige coole Pokémon. Zum Beispiel habe ich zurzeit meinen Pikachu gegen einen Plusle ausgetauscht. Ich meine, Plusle und Minun sind ja wirklich die süßesten Pokémons, die ich bis jetzt gesehen habe. Und die sind sogar süßer als so ein Pichu. Also Pichu, Entschuldigung. Naja, ich habe mich halt eben nicht ganz konzentriert und am Intro da, gerade da habe ich halt eben. Aber ich markiere es nicht extra. Intro ist für mich jetzt auch Aufbau. Ich mache mich da jetzt nicht extra hier mit. Und, Rede ich hier noch dran machen? Ja, erst Rede und dann das, der Rambock da vorne. Oder was es sein soll, ich zeig's euch gleich. Komm schon, geht dran. Also, was ich an Lego zum Beispiel. Also, na, erstmal, was ich. Was mir Lego maximal gefällt, also tolle Teile, ist dieser Ford Mustang. Der ist halt eben viel, also sehr viel dunkelblau, ist halt eben sehr schön bedruckt überall. Also das meiste davon ist bedruckt. So wie der Landy, also der, dieses 15 € Lego Exklusiv-Landy da, ihr wisst schon das. Es hat sogar einen Angriffspunkt jenseits von der Präsentationsseite. Super. Und soll ich sonst nichts bei denen bauen, ne? Das kommt nur so sein.
Ja. Und also der Muster hat schon echt tolle Teile und ist doch das, was ich in Lego so geil finde. Sehr viel, also einiges in Silberzeug und so, eine Menge bedruckte Sachen. Und es funktioniert auch Lego-typisch und das mag ich auch echt sehr, was man daraus alles machen kann. Da sind auch mal neue Teile dabei, keine Frage. Also so gesehen ist es doch ein bisschen unfair jetzt die Bewertung, aber ist doch wurscht, finde ich. Also da muss man nicht so ganz kleinlich sein. Also, genau, was ich nicht verstehe, da drüben dieses türkise Auto, dieses Dark Türkis oder wie es heißt, keine Ahnung, ey. Geschenke, ich bin gerade am Geschenke bauen. Klar, ich sag's euch, so ein D kann schon. Das habe ich auch extra gemacht, damit ich wieder ein bisschen. Ich belohne mich nämlich gleich mit so einem Schokohirne und darauf freue ich mich schon. Dafür, dass ich es halt eben rechtzeitig geschafft habe. Jetzt muss ich es nur noch beibehalten, dass ich nicht so lange brauche. Was ich auch sehr mag, ist da oben der Pinguin/Eismobil. Dieses. Also jetzt schon die Räder drin machen, in Ordnung. Diese vielen Verglasungen da, also was natürlich nur Glas simulieren soll, schon klar. Ist halt eben Trans Clear, Pla also Light Blue, Trans Light Blue Panels einfach, ja, auch aus Plastik, aber soll eben Glas darstellen, darum geht es ja hauptsächlich. Dreht es auch locker genug? Die Räder hier gehen sehr schwer drauf, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt was kaputt gemacht habe, weil es einfach wirklich, wirklich schwer geht. Also es geht echt schwer. Aber ja, ich glaube, es geht leicht genug. Den Trailer habe ich jetzt geschafft. Es ist das jetzt schon andocken, in Ordnung. Und jetzt erst. Das Geschenk bauen. Cool. Dreimal drei Platte, einmal drei Brick und dann kommen vorne. Ich mache die Lego-Logos Richtung nach vorne, damit es für mich passt und dann habe ich wieder meine Ruhe und mach Mu. Ist rein vor allem kürzlich erst, was der Sturmwaffel schon wieder für ein geiles Video rausgebracht hat. Also Schnoschel, alleine Titel, das hört sich so übertrieben süß hier an. Ich muss das mir einfach anschauen. Und Schnoschel, ja, damit ist halt eben Schnorchel gemeint. Ach, das ist eine 1x3 Jumper Plate. So eine und ja, warum zeige ich das? Keine Ahnung, weil ich doof bin, was ich auch wirklich bin, ne? Und ich glaube, das kann man dann sehen, aber eigentlich müsste ich ja längst wissen, dass man es halt eben nicht sehen kann, aber ich bilde mir eben immer ein, dass wenn ich es nah genug ranhalte, dass man es dann doch noch so einigermaßen gut sehen kann, was natürlich absoluter Blödsinn ist, aber. Einbildung ist ja auch eine Bildung, also lass dich nicht was von mir sagen, weil ich einfach doof bin. Ist der Ernährungspunkt in der Mitte? Nein. Also mir sind Ernährungspunkte egal, ne? Zum Beispiel John Deere, den ich jetzt dann bauen werde. Den, also demnächst, in den nächsten paar Monaten, da werden mir die Ernährungspunkte so egal sein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Einfach nur, weil es halt eben ein sehr großes Gerät ist und ja, so große Sachen, ja, irgendwann geht es doch auch mal unter, ne? Nur groß, 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 da ist mir doch dann irgendwann auch mal wieder egal.
noch ein bisschen die Fliesen zurechtdrücken. Und ich will halt eben auf keinen Fall so enden wie Chris Steve und schon wieder hier YouTube-Pause machen, sondern schon weitermachen. Wobei Chris Steve hat ja sowieso ganz andere Umstände als ich, ne? Er hetzt ja von einem Video zum anderen und kommt gar nicht mit hinterher, kommt ja nicht mal im zweiten Teil von seinen aktuellen Speed Champions, die er noch vor sich hat, mit. Und das kommt jetzt so drauf. Und Teile lasse ich natürlich so liegen. Ich klappe nur die Anleitung zusammen. Und gut ist damit, ja. Also. Das ist doch was. Dann bereite ich schon mal ein bisschen Sachen vor. Ersatzteile kommen natürlich nicht weg, die bleiben schon da, ne? Ist ja klar. Warum soll ich die wegtun? Nur weil die übergeblieben sind. Ist doch kein Grund, die wegzutun. Hallo? Also, Moment. Lego Creator 6 plus 30642 Geburtstagszug. Das ist hier ein bisschen zu hell, ne? Jetzt. Teileinzahl natürlich Lego-typisch unbekannt. Das sind Teile, die übergeblieben sind. Das, was man da vorne so schön sehen kann. Das, was man da vielleicht sehen kann. Und das, die zwei Sachen, die halt eben da hinten als M1 verbaut sind, sind immer noch nicht ganz gerade, aber wurscht. Und das eine Flämmchen da. Und, also Lego schon geil, aber das ist nicht meine Hauptsache. Der Grund, weshalb ich überhaupt Lego mache, ist einfach nur. Das habe ich das Thema immer noch nicht ganz zu Ende gebracht. Ich mache es jetzt weiter. Ich mache nur Lego, wo mir Spaß macht. Das andere mache ich nicht. Ich verlinke euch noch das in die Videobeschreibung. Das ist ganz einfach nur, weil ich den dritten Teil davon, das verglaste Waggon davon, nicht, noch nicht gefunden habe. Damit ihr wisst, falls ihr nicht wissen solltet, was ich damit genau meine. Ich verlinke es euch in die Videobeschreibung. Bis dahin werde ich das alles schaffen. Ich glaube, es war 1925, wo ich das gemacht habe. Ja, ich denke mal. Und das stellen wir jetzt mal proportional nebeneinander. Einfach nur als Witz, um mal zu schauen, was länger ist. Ich glaube, der hintere ist länger, oder? Ist überhaupt gerade? Also ja. Der hintere ist länger. Kann man den Knubbel überhaupt sehen? Ne, nicht so, oder? Versuch's mal gerade nebeneinander zu stellen. Also so einigermaßen gerade, wie es geht. Ich will nur mal Vergleiche machen, ob die überhaupt gleich lang sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass die sind, glaube ich, gleich lang. Also der ist ja 6 Noppen lang, eigentlich 7 Noppen vielleicht. Vorne und hinten sind es 4 Noppen. Hinten sind es auch 4 Noppen und vorne sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch 7 Noppen, ja. Also die sind gleich lang, würde ich mal so sagen. Nur dass er eben so seine Kugel, seine Kupplung noch dran hat, damit er eben noch weiterziehen kann. Und das ist der Unterschied dazu. Ich mache jetzt noch ein Dealbild und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß. Sonst noch so bei den anderen Sachen. Und, ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Es hat mir Spaß gemacht und es ging auch hoffentlich schnell genug. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich muss mir noch meinen Schokokrossi abholen, was ja auch Teil meiner Belohnung ist. Neben das da. Also, jo. Ciao.